Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften, Drucksache 19 aus 19, zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19 aus 19, und erteile Herrn Staatsminister Beuth zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der von Seiten der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften stellt eine weitere engagierte, aber zugleich auch maßvolle und behutsame Anpassung der Kommunalverfassung an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dar. So werden mit dem Gesetzentwurf unter anderem zwei zentrale Ziele des Koalitionsvertrages umgesetzt. Zum einen erfolgt eine moderate Absenkung des Zustimmungsquorums. Zum anderen wird die Möglichkeit geschaffen, dass die Gemeindevertretungen einen Bürgerbescheid selbst initiieren können. Die Absenkung des Zustimmungsquorums auf 15% in den 5 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und 20% in den 7 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern ist insbesondere in der Presse stark kritisiert worden. Wir meinen jedoch, dass Schlagzeilen wie z.B. Angriff auf das politische Ehrenamt oder kastrierte Kommunalpolitik dem Gesetzentwurf in keinster Weise gerecht werden. Denn wir bleiben mit den neuen Werten deutlich unter den entsprechenden Quoren, beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Dort gilt ein Quorum von 10% in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und von 15% in der nächsten niedrigeren Einwohnergrößenklasse. Meine Damen und Herren, wenn es im Jahre 2011 richtig war, das Unterschriftenquorum für das Bürgerbegehren in den 12 hessischen Großstädten niedriger anzusetzen, dann muss das auch für das sogenannte Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid gleichermaßen gelten. Wer den Erfolg eines Bürgerbegehrens durch ein Quorum von 3% in den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern relativ leicht möglich macht, der darf den Erfolg des Bürgerentscheids nicht an zu großen Zustimmungsquoren knüpfen. Und ich will, weil das Thema Demokratietheorie gelegentlich einmal bemüht wird, darauf hinweisen, dass in einer Demokratie die Mehrheit zählt. In einer Demokratie zählt die Mehrheit. Und von Quoren oder dem Erfordernis von Quoren ist sozusagen unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten da nicht die Rede von. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gehört auch mit in die Debatte, dass für 414 der insgesamt 426 hessischen Gemeinden das Zustimmungsquorum unverändert bei 25% der Wahl- und Stimmberechtigten bleibt und sich daher dort überhaupt nichts verändert. In den Nachbarländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz liegt dieses Quorum bei nur 20%. Auch Baden-Württemberg wird nach dem Entwurf der rot-grünen Landesregierung diesbezüglich eine Absenkung auf 20% vornehmen. Meine Damen und Herren, wir beobachten seit Längerem, dass Gemeinden und Städte auf allerlei Wegen versuchen, wichtige Entscheidungen für das Gemeinwesen in die Hände des demokratischen Souveräns der wahlberechtigten Bevölkerung zurückzugeben. Ich erinnere beispielhaft an die Planung der Stadt Darmstadt im letzten Jahr, eine Bürgerbefragung mit politischer Bindungswirkung über die Frage des Rathausneubaus durchzuführen. Daher wird mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nunmehr die Möglichkeit der Einleitung eines Bürgerentscheids auf Initiative der Gemeindevertretung geschaffen. Auch zu diesem Punkt sind reißerische Presseschlagzeilen wie z.B. Feigheit vor dem Volk meines Erachtens völlig unangemessen, wie ein schlichter Ländervergleich offenbart. In 9 von 13 Flächenländern der Bundesrepublik gehört der Bürgerentscheid auf Initiative der Volksvertretung bereits zum Kommunalverfassungsrecht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass der Rückverweisungsbeschluss an das Souverän durch die Gemeindevertretung nach unserer Vorlage einer Mehrheit von mindestens 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger bedarf. Wir halten dieses hohe Quorum von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger für angemessen und auch für erforderlich, um eine mehr oder weniger ständige Verschiebung unbequemer Entscheidungen von den Gemeindevertretungen an die Bürgerschaft vorzubeugen. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzentwurfs liegt im Bereich der Förderung und Erleichterung der interkommunalen Zusammenarbeit bis hin zu Fusionen. Die in den vergangenen Jahren zunehmende interkommunale Zusammenarbeit
zwischen den Kommunen leistet aus Sicht der Landesregierung einen wichtigen Beitrag, um die Auswirkungen des demografischen Wandels abzumildern, die kommunale Handlungsfähigkeit zu stärken und kommunale Haushalte zu entlasten. Insbesondere die Bildung von Gemeindeverwaltungsverbänden hat in den Überlegungen der Kommunen eine immer größere Relevanz. Als Sonderform des Zweckverbandes soll er nun die Funktion übernehmen, die laufenden Geschäfte der Verwaltung für mehrere Gemeinden in gemeinsamen Verbund zu managen. Nach der bisherigen Rechtslage benötigte der Verband jedoch eigenes Personal und eigene Verwaltungseinrichtungen. Insbesondere die Überführung des vorhandenen Personals und die damit verbundenen Probleme schreckten viele Gemeinden vor der Gründung eines Gemeindeverwaltungsverbandes ab. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, sieht der Gesetzentwurf mit der Neuregelung des § 30 KGG nunmehr vor, dass der Gemeindeverwaltungsverband seine Aufgaben künftig mit Bediensteten der Mitgliedsgemeinden wahrnehmen kann. Aber nicht nur der Gemeindeverwaltungsverband, auch freiwillige Gemeindefusionen sind derzeit in den Fokus des Interesses gerückt. Um freiwillige Fusionen auf der gemeindlichen Ebene verstärkt anzustoßen, voranzubringen und zu fördern, sieht der vorliegende Gesetzentwurf daher weitere Verfahrenserleichterungen sowie die Schaffung finanzieller Anreize vor. Zum einen wollen wir zukünftig ermöglichen, im Vorfeld von Fusionen die Wahl eines Bürgermeisters bis zu einem Jahr zu verschieben. Zum anderen soll die Einwohnergrenze, bis zu der ein Bürgermeister ehrenamtlich tätig sein kann, auf 5.000 Einwohner angehoben werden. Gleichzeitig soll die Ausweitung des Negativkatalogs die Entscheidung über die Frage, ob die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich ausgestaltet sein soll, dem Bürgerentscheid entzogen werden. Durch die Anreizsetzung und ein erleichtertes Verfahren mit einem größeren Gestaltungsspielraum erwartet die Landesregierung, dass mögliche freiwillige Gemeindefusionen an Dynamik gewinnen. Hierzu sollen auch finanzielle Anreize beitragen, die die Landesregierung fusionswilligen Gemeinden mit dem Gesetz ebenfalls in Aussicht stellt. Seit dem Jahr 2004 hat das Land Hessen 157 Bewilligungen für Maßnahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Höhe von 11 Millionen € erteilt. Mittels der vorliegenden Novelle soll das Schutzschirmgesetz geändert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, Gemeindefusionen durch die Gewährung von Entschuldungshilfen analog dem kommunalen Schutzschirm in einem Gesamtvolumen von 27 Millionen € zu fördern. Mit dieser neuen und finanziell äußerst interessanten Fördermöglichkeit möchte die Landesregierung die Bestrebungen mehrerer kleinerer Gemeinden und Städte unterstützen, die freiwillig fusionieren wollen. Damit helfen wir den Gemeinden, sich für die Zukunft gut aufzustellen. Des Weiteren wollen wir mit dem Gesetzentwurf erreichen, dass Frauen zukünftig stärker in den Aufsichtsgremien kommunaler Gesellschaften vertreten sind. In der vorgeschlagenen Ergänzung des § 125 HGO findet sich aber keine starre Ergebnisquote, sondern es wird ein deutlicher Appell an die Gemeindevertretungen gerichtet. Dazu müssen selbstverständlich auch mehr Frauen in den Kommunalparlamenten vertreten sein. Daher hat sich die Landesregierung entschlossen, die Parteien und Wählergruppen gesetzlich aufzufordern, bei der Aufstellung der Wahlvorschläge Frauen und Männer gleichermaßen zu berücksichtigen. Herr Staatsminister, ich darf Sie auf die Redezeit hinweisen. Herr Präsident, die Stimme lässt eh nach. Ich erspare mir weitere Ausführungen zum Thema spekulativer Finanzgeschäfte und kommunaler Haushaltswirtschaft, die ebenfalls in dem Gesetzentwurf vorgesehen sind. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Beuth. Wir treten in die Debatte ein. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes erteile ich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Goldbach das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Frauen! Heute ist diese Anrede besonders angemessen, denn ich freue mich in diesem Gesetzentwurf sehr über diese neue Regelung, die wir da schaffen wollen. Wir wollen in die Kommunalparlamente mehr Frauen bekommen, und wir wollen auch in den Aufsichtsgremien kommunaler Gesellschaften mehr Frauen haben. Und ich möchte aber zur Abgrenzung eines ganz klar sagen. Frauen sind nicht die Reservearmee für Kommunalparlamente,
wenn die Männer keine Lust mehr haben oder wir keine Männer mehr finden. Darum geht es nicht, absolut nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Frauen brauchen, dass sie ihre Lebenswirklichkeit mit einbringen in die politische Arbeit und dass die etwas andere Arbeitsweise und manchmal auch bessere Arbeitsweise der Frauen mit in die Kommunalarbeit eingebracht wird. Und wir wissen längst aus der Wirtschaft, dass wir zusammen, Frauen und Männer in gemischten Teams, viel besser arbeiten. Wir haben hier eine appellatorische Norm. Ich kann mir vorstellen, dass die Opposition jetzt vielleicht sagen wird, das reicht alles nicht, wir brauchen hier feste Quoten. Aber mal ganz ehrlich, woher sollen die ganzen Frauen jetzt kommen? Das muss man sich mal so, muss man sich ansehen und mal so klar konstatieren. Alle Parteien, alle, haben jetzt schon Probleme für ihre Kommunalwahllisten, die Hälfte an Frauen zum Beispiel aufzustellen. Bei uns GRÜNEN ist es üblich, die LINKEN haben auch eine Quote, die SPD hat, glaube ich, auch eine Quote. Ne? Zwar keine halbe-halbe Quote, aber auch irgendeine. Aber trotzdem, wenn sich dann die entscheidende Frage stellt, und wer geht jetzt in den Vorstand, und wer geht jetzt in den Aufsichtsrat, und wer wird Fraktionsvorsitzende, dann fehlen uns oft auch noch Frauen, die das machen. Deswegen wollen wir gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir spätestens bei der folgenden Kommunalwahl, nicht bei der nächstes Jahr, tatsächlich so gut dastehen, dass wir wirklich eine gleichmäßige Beteiligung von Frauen und Männern in den Kommunalparlamenten und in den Aufsichtsgremien haben. Ein weiterer Punkt ist wichtig, und da möchte ich auch noch eine Erläuterung zu geben. Minister Beuth hat das auch schon gesagt. Nach der Entscheidung in Frankfurt über die Galopprennbahn kam auch so die Diskussion auf, ist es überhaupt nötig, die Abstimmungsquoren zu staffeln und in großen Städten zu senken. Ich möchte das mal anhand eines Beispiels verdeutlichen. In Hamburg-Altona stand ein uraltes Einkaufszentrum, so ein verrottetes Ding aus den 70er Jahren, in das kein Mensch mehr gegangen ist. Und dann stand die Stadt vor der Frage, was machen wir denn damit? Das Quartier, der Stadtteil, sollte wieder schöner gemacht werden. Es sollten wieder kleinere Geschäfte angesiedelt werden. Es sollte ein Stadtteil sein, in dem es sich lohnt, zu leben und zu arbeiten. Und dann kam die Idee auf, dort ein IKEA anzusiedeln. Oh nein, das darf ich ja nicht sagen. Also dort ein Möbelhaus anzusiedeln, das aus Schweden kommt und bei dem man in der Mittagspause Schöttbullar essen kann. Und die Idee war deshalb eine ganz andere und neue, weil dieses Möbelhaus sich normalerweise direkt an einer Autobahnauffahrt am Stadtrand ansiedelt. Also hat man gemeinsam mit diesem Möbelhaus ein ganz neues Konzept entworfen, wie man das auch in der Innenstadt realisieren kann, Möbelkauf mit ÖPNV. Und dann gab es dazu zwei Bürgerentscheide, von Bürgerinnen und Bürgern initiiert. Und das ist genau so ein Beispiel, an dem man zwei Dinge sieht, nämlich, dass in großen Städten, Herr Rudolph, das sollte Sie auch interessieren, dass in großen Städten es natürlich nicht möglich ist, alle Bürger zu mobilisieren. Und was kümmert es die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg-Blankenese, ob in Altona ein neues Einkaufszentrum gebaut wird? Also deswegen ist es gerechtfertigt zu sagen, es geht oftmals ja auch um Quartierentscheidungen. Und zum anderen muss auch das Parlament, das Stadt- oder Gemeindeparlament, in die Lage versetzt werden, zu sagen, und wir befragen jetzt unsere Bürger, wir initiieren diesen Bürgerinnenentscheid. Und genau das wollen wir in Zukunft möglich machen. Und wir haben dabei aber eine Hürde eingebaut. Kritiker sagen, damit laufen wir Gefahr, dass jetzt alle unangenehmen Entscheidungen einfach aufs Volk verschoben werden und die Parlamente entscheiden nichts mehr. Das wird so nicht sein, denn es muss eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments geben. Und wenn wir uns die Gemeinde- und Stadtparlamente anschauen, heißt das, überall Opposition und Regierungsparteien müssten zusammen entscheiden, sich für diesen Bürgerentscheid entscheiden. Und ich glaube, das ist eine gute und sinnvolle Hürde, damit auch tatsächlich nur bei sehr wichtigen, großen, wegweisenden Entscheidungen eine solche Befragung initiiert wird. Und das waren schon die für mich wichtigen Punkte. Danke, Frau Goldbach. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Hahn das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, dass ich es sehr interessant finde, wenn wir uns nach Hamburg-Altona begeben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier im Hessischen Landtag. Und gerade bei der eine sagt so, der andere sagt so. Gerade bei der Thematik mit den Quoren, finde ich, können wir ganz konkret nach Hessen schauen. Da gibt es eine Presseerklärung des Hessischen Städtetages vom 2. Juli. Und daraus möchte ich zitieren. Der Hessische Städtetag lehnt eine Senkung der Zustimmungsquoren bei kommunalen Bürgerentscheiden ab, sagt der Präsident des Verbandes Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen in einer Präsidiumssitzung in Fulda. Zitat weiter. Durch das Gesetzesvorhaben wird nicht mehr Bürgerbeteiligung geschaffen, sondern Minderheitenpositionen zum Vetorecht gegen notwendige Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene verholfen. Ich wiederhole noch einmal. Minderheitspositionen zum Vetorecht gegen notwendige Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene verholfen. Dies könne, so schreibt der Städtetag weiter, dies könne die Energiewende genauso betreffen wie die Erweiterung von Gewerbegebieten. Der jüngste Frankfurter Bürgerentscheid um die umstrittene Pferderennbahn versus Fußballleistungszentrum des Deutschen Fußballbundes zeige, wie wichtig ein Quorum von 25% Zustimmung ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, klarer als der Städtetag in dieser Pressemeldung kann man nicht die richtige Auffassung zusammenfassen. Das ist auch die Auffassung der Freien Demokraten in diesem Hause. Darüber hinaus hat sich ja meine Vorrednerin Gedanken darüber gemacht, wo denn die Frauen in den Stadtparlamenten herkommen sollen. Ich will Ihnen sagen, dass der Städtetag in derselben Presseerklärung sich Gedanken gemacht hat, ob überhaupt dann noch Leute bereit sind, für Stadtparlamente zu kandidieren. Auch hier diesmal wieder Hilgen. Wenn wir den Stadtverordnetenversammlungen immer mehr wesentliche, wichtige und interessante Entscheidungen dadurch wegnehmen oder ihre Entscheidungen ad absurdum führen, finden wir in naher Zukunft keine Ehrenamtlichen mehr, die bereit sind, ein Mandat anzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, wieso haben Sie es eigentlich geschafft, die Union, die ja bisher immer bei dieser Frage eine sehr wertkonservative und mehrheitsbildende Meinung hatte, wieso haben Sie es eigentlich geschafft, die Union von diesem Pfad der Vernunft abzubringen? Ich halte es für Hessen für falsch. Die zweite Thematik, die wir als Freie Demokraten oder früher hießen wir ja Liberale, also die wir jedenfalls ablehnen, ist die Anhebung der Zahl der Bürgerinnen und Bürger beim Thema ehrenamtliche Führung der Gemeinde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist der § 16.3 HGO, nein, es ist ein Paragraph vorher schon, der feststellt, dass man nunmehr auch auf eine Höhe von bis zu 5.000 Einwohnern gehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses kann man machen. Aber die Folge davon ist nicht mehr Demokratie. Die Folge davon ist weniger Demokratie. Die Folge davon ist mehr Macht der jeweiligen Verwaltung im Rathaus. Wollen Sie das allen Ernstes und dann noch verkaufen als ein Plus für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande? Nein. Es wird dann der Amtsleiter oder die heißen jetzt, glaube ich, Fachbereichsleiter oder wie auch immer, also sie heißen Fachbereichsleiter, wird dann entscheiden oder die Leiterin, gibt es ja auch schon viele Frauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie kann man in einem System, in dem wir uns derzeit bewegen, so auf das Wissen der Bürgerinnen und Bürger bzw. der von Ihnen direkt gewählten Hauptverwaltungsbeamten verzichten? Ich halte das für falsch. Ich weiß, dass auch die Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker dieses für falsch hält. Wir jedenfalls als FDP-Fraktion im Hessischen Landtag werden uns gegen eine Änderung dieser 1.500 Einwohnergrenze aussprechen. Letzte Bemerkung zu dem Gesetzentwurf insgesamt. Es ist schön, wenn man da liest in § 12 Absatz 1, dass nun die Parteien aufgefordert werden sollen, mehr Frauen auf die Liste zu stellen. Ich finde das wirklich schön. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann müssen Sie bitte konsequent sein. Und die GRÜNEN haben das vergessen, den Gesetzentwurf mit reinzuschreiben, weil ich glaube nicht, dass das von den Schwarzen gekommen ist. Dann muss auch noch eine Aufforderung sein, die heißt, liebe Wählerinnen und Wähler, verzichtet bitte auf euer Recht beim Kumulieren und Panaschieren und macht das bitte auch immer geschlechtsausgeglichen. Dann jedenfalls wäre noch eine Logik in dieser ganzen Systematik herinnen.
Aber jeder hier im Raum, und ich glaube, dass jeder hier im Raum, jedenfalls die Abgeordneten und die Minister und Staatssekretäre, schon einmal Kommunallisten aufgestellt haben, wissen doch, dass es gar nicht mehr so interessant ist, auf welchem Listenplatz man in Gänsefüßchen sitzt, sondern dass Gott sei Dank Kumulieren und Panaschieren, da war die FDP eifrig beteiligt, dass dieses Anfang des letzten Jahrzehnts eingeführt worden ist, dass das kommt. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie konsequent das umsetzen wollen, was Frau Goldbach eben gesagt hat, sie würde sich freuen, dass damit die Möglichkeit bestehe, dass mehr Frauen reinkommen, dann müssen Sie auch klar im Gesetz appellieren an die Wählerinnen und Wähler, nehmt Abstand von eurem Recht des Kumulierens und Panaschierens und macht eine Quote jeweils auf das Papier, meine sehr verehrten Damen und Herren. So jedenfalls haben wir uns Kumulieren und Panaschieren nicht vorgestellt. Zum Abschluss diskutieren wir ja noch einen Gesetzentwurf, der sozusagen jetzt in den Bus noch mit aufgesprungen ist. Ich weiß nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob es wirklich klug ist, eine Frage, die wirklich nichts mit diesem Gesetzentwurf zu tun hat, aber auch gar nichts mit diesem Gesetzentwurf zu tun hat, nunmehr auch noch dazu zu packen. Ich glaube, das hätte ein separates Verfahren bedarf und nicht das Versteckeln in diesem Gesetz. Wir werden uns sehr freuen auf die Diskussionen im Innenausschuss, auf die fachliche Anhörung, auf die Aussagen der kommunalen Familie und der Spitzenverbände. Und wir werden dann entscheiden, mit welchen Änderungsanträgen, z.B. bei der Zusammenlegung von Kreisen. Sie können sich daran erinnern, wir haben die Idee von Herrn Wilkes aufgenommen und wollen die in das Gesetz- und Verordnungsblatt hereinbringen, welche Änderungsanträge wir dann bringen. Aber das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war nun wirklich nicht der große Wurf von mehr Bürgerbeteiligung, sondern es ist eine Einschränkung an Demokratie, und das wollen wir in unseren Kommunen nicht haben. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Herrn Schaus das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Innenminister Beuth, ich möchte einmal mit einem Lob beginnen, wenn Sie das aushalten können, allerdings nur. Ja, liegt schon fast. Sie hatten bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfs zur Bürgerbeteiligung in den Kommunen im Februar dieses Jahres einen eigenen Gesetzentwurf für Mai/Juni angekündigt und dies auch, wie ich finde, ziemlich genau eingehalten. Ganz im Gegensatz zu Frau Ministerin Hinz, wo wir ja gestern festgestellt haben, dass bei der Fehlbelegungsabgabe sozusagen das Ziel um fast ein Jahr verfehlt wurde. Nun wünschte ich natürlich, ich könnte Ihren Gesetzentwurf auch inhaltlich loben. Aber das kann ich leider nicht. Denn Sie hatten angekündigt, dass in Ihrem Gesetzentwurf insbesondere das Thema Bürgerbeteiligung eine große Rolle spielen werde. Insbesondere. In Ihrem Sammelsurium von vielen Änderungen zu HGO, HKO und anderen kommunalen Gesetzen werden, wenn man es wohlwollend meint, aber gerade einmal an 4 von 73 Punkten Änderungen zur Bürgerbeteiligung vorgenommen. Diesem Gesetz dann den Titel Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften zu geben, ist schlicht Etikettenschwindel. Schauen wir uns also einmal kurz an, was Sie in Ihrem Entwurf zu Bürgerbeteiligung ändern wollen. Wir begrüßen durchaus, dass Sie endlich eine Staffelung der Quoren bei Bürgerentscheiden einführen wollen, so wie wir es bereits seit Jahren fordern. Auch wenn die Quoren aus unserer Sicht immer noch zu hoch angesetzt sind, geht die Senkung bei Kommunen über 50.000 Einwohnern zumindest in die richtige Richtung. Leider war es das dann aber auch schon wieder mit der Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger. In den anderen wenigen Punkten, die sich mit Bürgerbeteiligung beschäftigen, werden entweder zahnlose Tiger geschaffen oder keine Erleichterung für die Menschen vor Ort vorgenommen. So verzichten Sie z.B. bei Bürgerbegehren weiterhin darauf, auch für Gemeinden unter 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner das entsprechende Quorum zu senken. Wir hatten in unserem Gesetzentwurf eine maßvolle Senkung vorgeschlagen. Sie führen zudem das sogenannte Vertreterbegehren ein, welches es den Mitgliedern der Gemeindevertretung ermöglichen soll, Entscheidungen
den Bürgerinnen und Bürgern mittels Beschluss zu übertragen. Wir teilen die Ansicht des Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes, dass für solch eine Möglichkeit überhaupt keine Notwendigkeit besteht. Darüber hinaus halten wir die Möglichkeit, unangenehme Entscheidungen auf die Menschen vor Ort zu übertragen, und darum geht es wohl im Einzelnen, um sich so möglicherweise aus der Verantwortung zu ziehen, für keine besonders gute Idee. Diese sogenannte Mitmachfalle widerspricht unserer Ansicht nach auch der eigentlichen Idee von Bürgerbeteiligung. Dies sollte den Menschen vor Ort ermöglichen, für sie wichtige Begebenheiten zu thematisieren oder sich gegen Entscheidungen der Gremien zu positionieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz als den, den Sie gewählt haben. Eine Übertragung unangenehmer Entscheidungen aus den Gremien entspricht eben nicht einer Idee der Bürgerbeteiligung. Sie ist allenfalls eine Verantwortungsübertragung der gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger auf die Menschen. Und eine solche Möglichkeit lehnen wir entschieden ab. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die beabsichtigte Änderung des Kommunalwahlgesetzes. Einen zahnloseren Tiger hat dieses Parlament wahrscheinlich noch nicht gesehen, trotz des großen Lobes von Frau Goldbach. Fakt ist doch, Frauen und Männer sollen also nach Möglichkeit gleichermaßen berücksichtigt werden. Sollen nach Möglichkeit gleichermaßen berücksichtigt werden. Wie, frage ich mich, soll diese wachsweiche Formulierung auch nur im Ansatz das von Ihnen in der Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf völlig richtig skizzierte Problem lösen? Wenn Sie mehr Frauen in die Kommunalpolitik bekommen möchten, Frau Goldbach, müssen Sie den Rahmenbedingungen für Kommunalpolitik so gestalten, dass Frauen auch ein Mandat wahrnehmen können. Das betrifft z.B. familienfeindliche Sitzungszeiten genauso wie die Entschädigungsregelung des § 27 HGO für sogenannte Hausfrauen, die nach wie vor nur mit einem Durchschnittssatz abgespeist werden sollen. Mit der beabsichtigten Änderung im Kommunalwahlgesetz jedenfalls werden Sie, Frau Goldbach, keine einzige Frau mehr dazu bewegen, um ein kommunalpolitisches Mandat anzunehmen. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen im Februar dieses Jahres einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der die direktdemokratischen Elemente in der HGO und der HKO erweitert bzw. konkretisieren soll. So fordern wir die Einführung eines Bürgerantrages, der mit einem verbindlichen Antragsziel natürlich verbunden sein muss. Darüber hinaus wollen wir das Petitionsrecht, so wie es im Übrigen in 9 anderen Bundesländern bereits gang und gäbe ist, in die Hessische Kommunalverfassung aufnehmen und so den Umgang mit einer kommunalen Petition regeln. Wir wollen auch Bürgerbeteiligung und Bürgerbegehren auf Kreisebene einführen, ein Thema, das Sie gänzlich ausgelassen bzw. ja auch begründet abgelehnt haben im Gesetzentwurf. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Vorschläge, wie z.B. die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, die Ausweitung des Wahlrechts auf Nicht-EU-Ausländer sowie die Übernahme dieser Regelung in die HKO gemacht. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Vorschläge eine deutliche Stärkung der direkten Demokratie darstellen und die repräsentative Demokratie tatsächlich und wirksam dadurch gestärkt wird. Wir freuen uns auch bei diesen Gesetzentwürfen auf eine vor uns stehende Sachverständigenanhörung und die öffentliche Debatte zu mehr Demokratie. Danke, Herr Schaus. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Rudolph das Wort. Herr Präsident, wir sind gut in der Zeit, Herr Kollege Rock, deswegen alles entspannt. Zunächst einmal, weil das ja
noch nicht alle verstanden habe, wie das normalerweise abläuft, einen Gesetzentwurf der Landesregierung eingebracht. Da gibt es schon sofort einen Änderungsantrag von den Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das finde ich dann schon sehr interessant. Offensichtlich hat die Regierung vergessen, etwas zum Kurbeitrag und Tourismusbeitrag ins Gesetz mit einzufügen. Deswegen macht man sofort einen Änderungsantrag. Deswegen, ja, die Praktiken ändern sich. Aber gut, mittlerweile sind wir einiges gewohnt. Im Gegensatz zur Regierung teilen wir Ihnen, ja, Herr Bauer, dass Sie die Praktiken nicht beherrschen, das ist mir schon klar, und das erwarte ich auch nicht. Im Gegensatz zum Innenminister, der große Wurf ist das nicht. Ein wichtiger Punkt, Absenkung der Quoren beim Bürgerentscheid. Ja, meine Damen und Herren, das war letzte Wahlperiode schon ein Thema im Landtag. Es gab einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion damals. Wir sehen Änderungsbedarf beim Bürgerentscheid bei den größeren Gebietskörperschaften bis 100.000 Einwohnern. Zurzeit Rechtslage ein Quorum von 25%. Ihr Gesetzentwurf sieht 20% vor. Unser Entwurf aus der letzten Wahlperiode sieht 15% vor, über 100.000. Ebenfalls eine Senkung bei Ihrem Entwurf auf 15%. Wir haben damals 10% gefordert, weil die Anonymität der Großstadt und das zeigen die bisher durchgeführten Bürgerentscheide dieses Instrument praktisch wirklos machen. Und deswegen müssen die Zahlen gesenkt werden. Das werden wir uns im Rahmen der Anhörung noch einmal anschauen. Und Herr Kollege Hahn, bei aller Wertschätzung auch des Städtetages und des amtierenden Präsidenten, man muss nicht jede Regelung des Städtetages übernehmen, die die nicht wollen. Also insofern werden wir uns das in Ruhe anschauen. Meine Damen und Herren, es ist mehrfach angesprochen worden, und da helfen auch hilfreiche Versuche, das etwas länger zu erklären, nicht. Die Formulierung im Zusammenhang mit dem Kommunalwahlgesetz bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden, mag ja nett gemeint sein, aber nice to have reicht an der Stelle nicht aus, weil sie wird überhaupt keine Wirkung und Bindung entfalten. Entweder man regelt es mit Quoten, das haben einzelne Parteien gemacht, und dann bleibt immer noch die Unwägbarkeit, dass der Wähler, die Wählerin das Recht hat, über kommunalieren, panaschieren, die Liste zu verändern, wovon übrigens von Kommunalwahl zu Kommunalwahl auch mehr Gebrauch gemacht wird. Insofern, die Formulierung hätten Sie sparen können, die hätte den gleichen Effekt gehabt wie die jetzt, weil das ist gar nichts an der Stelle. Und von daher, einen Punkt, den wir völlig anders sehen als Sie, es ist auch angesprochen worden, die Erhöhung der Einwohnerzahl für ehrenamtliche Bürgermeister von 1.500 auf 5.000 kann ein Signal sein, wenn es so gemeint ist von Ihnen, für eine weitere Gebiets- oder Funktionalreform. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte es für völlig fatal, bei der komplexen Verwaltungsmaterie, wo es immer schwieriger wird, einem ehrenamtlichen Bürgermeister eine Kommune mit 5.000 Einwohnern anzuvertrauen und damit die Verantwortung auf die Fachbereichsebene zu delegieren. Entweder Sie wollen kleine Gebietskörperschaften. Da finde ich, sind Ansätze wie interkommunale Zusammenarbeit durchaus der richtige Weg. Aber wenn Sie die Anzahl kleinerer Kommunen reduzieren wollen, dann sollten Sie es offen und ehrlich sagen. Dieses Instrument werden wir jedenfalls ganz kritisch begleiten. Und, ich glaube nicht, dass das unsere Zustimmung finden wird. Von Ihnen hat sich nichts so angehört? Wir haben uns Ihren Gesetzentwurf und Ihre Begründung angehört, und wir sehen die Probleme, weil wir natürlich schon auch wollen, dass der politische Repräsentant die Verantwortung trägt. Und wir haben viele Gemeinden im ländlichen Beritt, die zwischen 3.000 und 5.000 Einwohner haben. Und deswegen ist das ein Problem, und deswegen ist das der falsche Ansatz. Wie können wir auch im ländlichen Raum soziale und gelebte Demokratie praktizieren mit gewählten Bürgermeistern? Wer einerseits die Direktwahl postuliert, darf andererseits dieses Instrument nicht aushöhlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Gebietskörperschaft zukünftig einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen kann, da kann man unterschiedlicher Auffassung zu sein. Mit dem Instrument sollte man nach unserer Auffassung aber eher vorsichtig umgehen. Es kann nicht sein, dass entscheidungsunfreundliche Kommunalpolitiker das auf die Bürger delegieren. Und die Summe von einzelnen Bürgerinteressen ist noch kein Gemeinwohl. Das gilt auch bei der Durchführung von Bürgerentscheiden. Und die Beispiele aus Hamburg, die hinken, weil das ist eine Vermengung eines Landes mit Kommunalparlamenten. Und deswegen sind Vergleiche mit Hamburg eher wenig zielführend an der Stelle. Dieses Instrumentarium ist eher vorsichtig zu handhaben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden als SPD, ich will das ankündigen, aber im Gesetzgebungsverfahren auf jeden Fall Änderungsanträge einbringen. Was uns fehlt, ist die Verankerung etwa von mehr Partizipation von Senioren. Warum gibt es keine Regelung, Verankerung von Seniorenbeiräten? Wir wollen, dass Senioren Mitbestimmungsrechte bekommen. Wie das ausgestaltet wird, wollen wir vor Ort
dann auch entsprechend geregelt wird. Der Hinweis, dass möglicherweise Magistrate schon die Seniorenvertretung sind, ist einer, der in der Praxis nicht immer falsch ist. Aber wir wollen es anders regeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Gleiche gilt für Kinder- und Jugendpartizipation. Die Ausgestaltung würden wir gern vor Ort den Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen überlassen. Aber wir wollen mehr Rechte für Senioren, für junge Menschen in der Kommunalpolitik. Mehr Verantwortung heißt auch mehr Engagement. Und das fehlt völlig beispielsweise bei Ihrem Gesetzentwurf. Wir werden es auf jeden Fall aufgreifen. Schade finden wir es, das haben die GRÜNEN in der letzten Wahlperiode, aber das ist wie bei anderen Punkten, da kommt auch nichts mehr, den Ansatz unterstützt, auch für hauptamtliche Magistratsmitglieder Teilzeitarbeit zu ermöglichen. Ja, das muss man ja nicht teilen, Herr Kollege Rentsch, aber das ist ein Ansinnen, das auch vermehrt auf uns zukommen will. Und da es in aller Regel Frauen betrifft, finde ich, kann man das aus Ihrer Sicht ignorieren. Aber man muss ja Ihre Auffassung nicht teilen, was ich nicht tue. Wir werden diese Initiative wieder aufgreifen. Das werden nicht die Massenfälle sein, aber das kann man durch eine einfache gesetzliche Regelung an der Stelle lösen. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen, den hier auch bisher noch keiner angesprochen hat, den wir für wichtig halten, den Sie ablehnen werden. Aber das macht ja nichts, deswegen wird es ja nicht falsch. Wir werden im Rahmen der Anhörung auch deutlich machen, dass wir uns sehr gut eine Wiedereinführung der 3%-Sperrklausel vorstellen könnten. Diese Idee ist nicht neu. Sie wird derzeit in der rot-grünen Landesregierung in den parlamentarischen Weg eingebracht. Und, meine Damen und Herren, das ist eher ein Thema auch für die größeren Gebietskörperschaften. In den Städten haben wir teilweise 11, 12, 13 Wählergruppen und da reicht ein Prozentsatz von 0,9, um ein Stadtverordnetenmandat zu erreichen. Und das sind wirklich Einzelinteressen. Da muss man sich schon fragen, ob das in der Form so sein muss. Und verfassungsrechtlich nach den uns vorliegenden Unterlagen aus Nordrhein-Westfalen ist es möglich, so etwas zu verankern. Ich finde, die Zersplitterung gerade in großen Gebietskörperschaften ist nicht nur zielführend, weil man muss nicht jede Einzelinteressen teilen. Und die Einzelinteressen ergeben noch kein Gesamtwohl. Und das können wir aus Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und anderen Städten bestätigen. Insofern glaube ich, wird das auch ein Punkt in der Anhörung sein, die wir sowohl mündlich als auch schriftlich machen. Und da werden wir am Schluss zu bewerten haben, können wir dieser Gesetzesänderung zustimmen. Sie bietet jedenfalls genug inhaltlichen Sprengstoff, sie bietet genug Ansätze, aber sie geht nicht weit genug. Deswegen werden wir gerne dabei behilflich sein. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt mit Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften. Und wenn ich der Debatte so gefolgt bin, den einen gehen Sie zu weit, den anderen sind sie nicht ausreichend genug, dann liegt der Entwurf der Landesregierung wohl genau in der Mitte. Und ich darf für unsere Fraktion feststellen, dann ist es wohl auch ein ganz guter Entwurf, der maßvolle Regelungen und eine Weiterentwicklung der Hessischen Gemeindeordnung vorsieht, meine Damen und Herren. Ein wichtiger Punkt, es stand bei vielen Reden im Mittelpunkt, ist die vorgesehene Erleichterung von Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Und da hilft schon ein Blick auf andere Bundesländer, bei denen ja auch nicht der Notstand ausgebrochen ist, weil man da die Quoren abgesenkt hat. In Bayern gibt es schon längst degressive Staffelregelungen, und da ist mir nicht bekannt, dass hier sozusagen das Abendland untergegangen sein soll. Nordrhein-Westfalen ähnlich, Baden-Württemberg und auch Rheinland-Pfalz haben niedrigere Quoten als wir in Hessen. Und der Minister hat es ja deutlich gemacht, dass sich bei 414 Städten überhaupt nichts ändert. Von 426 Städten und Gemeinden in Hessen ändert sich bei 414 gar nichts. Und ich denke, es ist durchaus eine Möglichkeit, hier die Bürger mehr bei entsprechenden Entscheidungen mitwirken zu lassen, wenn man für Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 50 und 100.000 das Zustimmungsquorum auf 20% absenkt und auch für Kommunen mit über 100.000 auf 15%. Das ist ein maßvoller Vorschlag, mit dem wir in Hessen uns auf einen guten, moderaten Weg begeben. Meine Damen und Herren, die Lebenswirklichkeit zeigt doch, dass es in Großstädten geradezu schwierig ist, für ein bestimmtes Thema genügend Bürger zu interessieren. Und die persönliche Betroffenheit in Großstädten ist für alle Einwohner seltener gegeben als eben in kleinen Gemeinden. Und meine Damen und Herren, wir freuen uns auch, dass dieser
Gesetzentwurf einen Vorschlag aufgreift, wie ihn auch CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN im Koalitionsvertrag vereinbart haben, nämlich die Schaffung der Möglichkeit, dass auch den Gemeindevertretungen die Initiative für Bürgerentscheide offensteht. In manchen Gemeinden gab es den Wunsch danach, und die meisten Bundesländer haben bereits eine solche Regelung. Von daher ist es auch sinnvoll, das in Hessen einzuführen. Und sinnvoll ist es deshalb meines Erachtens, dass das Quorum zur Einleitung hier recht hoch angesetzt ist, nämlich mit 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger. So bleibt eben die Versuchung gering, die Entscheidung über unangenehme Themen auf die Bürgerschaft abzuwälzen. Meine Damen und Herren, ein zweiter wichtiger Änderungsbereich, über den wir uns sehr freuen, ist die Unterstützung von freiwilligen Zusammenschlüssen von Städten und Gemeinden durch eine partielle Entschuldung der Kernhaushalte. Angesichts der Folgen der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass wir in Hessen rund 220 Kommunen haben, die weniger als 7.500 Einwohner zählen, werden freiwillige Zusammenschlüsse zur effektiven Bewältigung der Daseinsfürsorge in vielen Fällen sinnvoll sein. Und dagegen bestehen vor Ort häufig emotionale Widerstände. Und deshalb ist es richtig, dass man nicht nur, wie es schon jetzt praktiziert, mit dem Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit, dass man freiwillige Kooperation besonders fördert, sondern dass man hin bis zur freiwilligen Fusion auch finanziell von Seiten der Landesregierung versucht, solche Prozesse schmackhaft zu machen. Ich glaube, dass die freien Mittel aus dem kommunalen Schutzschirm in Höhe von gut 27 Millionen € hier gut angelegt sind, um die freiwillige Bereitschaft, zusammenzugehen, hier entsprechend zu unterstützen. Und wenn ein solcher Prozess angestoßen wird, dann machen auch Folgeregelungen durchaus ihren Sinn, dass man z.B. bei bevorstehenden Zusammenschlüssen die turnusgemäße Wahl von Bürgermeistern bis zu einem Jahr verschieben kann. Und ich glaube, dass es auch dann Sinn macht, wenn man gerade unter dem Aspekt der freiwilligen Zusammenarbeit von Kommunen sich die Frage stellt irgendwann, was passiert mit einer kleinen Kommune, die in eine größere aufgeht. Braucht die dann noch einen hauptamtlichen Bürgermeister? Oder kann man es der Gemeinde selbst überlassen, dass sie entscheidet, dass eine solche Person dieses Amt ehrenamtlich ausführt? Ich glaube, und da kann ich dem Kollegen Rudolph zurufen, in Bayern ist es üblich, dass die Bürgermeister ehrenamtlich sind bis zu 5.000. Da muss man beschließen, dass sie hauptamtlich werden sollen. Nein, aber in Bayern läuft ja nicht alles schlecht. Bayern ist vorne in vielen Bereichen. Aber Sie werden mir doch zustimmen, dass in Bayern auch nicht Sodom und Gomorra ausgebrochen ist, wenn in kleinen Kommunen eine Verwaltungseinheit von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geführt wird. Und was Sie überlesen haben, das ist eine Möglichkeit, eine Kann-Regelung. Niemand muss das machen, es kann weiterlaufen wie bisher. Da wird sich niemand dran stören, meine Damen und Herren. Aber es ist bei Wahlen nicht der Untergang des Abendlandes, wenn man das jetzt für 124 Kommunen in Hessen, die unter 5.000 Einwohner haben, es ermöglicht. Weitere kleine Änderungen sind die entsprechenden Verbote von spekulativen Finanzgeschäften und die Aufnahme von Krediten in Fremdwährung, dass man die an Bedingungen knüpft. Das ist alles sehr sinnvoll. Und wir wollen auch die Möglichkeit schaffen, dass man in größeren Zweckverbünden die Möglichkeit hat zur Fraktionsbildung, damit man die Organisation der Willensbildung in der Praxis auch erleichtern kann. Das sind viele bürgerfreundliche und praxisnahe Regelungen, genauso wie die Erleichterung der Transparenz und Bürgerfreundlichkeit im Bereich des Kommunalen Abgabegesetzes. Hier bekommen Bürger die Möglichkeit eingeräumt, Akteninformationen in der Verwaltung nicht nur einzusehen, sondern auch zu speichern, indem sie davon beispielsweise Bilder machen. Und damit können sie auch Gebührenkalkulationen besser nachvollziehen. Last but not least soll durch eine Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Hessischen Kommunalwahlgesetz die paritätische Besetzung in Kommunalparlamenten und Aufsichtsratsgremien aufgerufen werden. Eine solche Appellnorm, und mehr kann es auch gar nicht sein, gibt es bereits in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ich denke, das ist durchaus in Hessen auch üblich, dass man dazu aufruft, wo es denn möglich ist, mehr Frauen in entsprechende Funktionen und Parlamente auch zu bekommen. Wir Christdemokraten begrüßen diesen Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir werden in den Ausschusssitzungen sicher noch genügend Gelegenheit haben, die vorgesehenen Regelungen im Einzelnen zu diskutieren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zusammen mit dem zugehörigen Änderungsantrag zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den INA.